Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum 13. Spieltag der German Pokémon League Season 4. Heute der zweite Rückrundenspieltag gegen das Team Flexi Mosquito und dem Teamleiter Regibang. Damit begrüße ich euch offiziell zum zweiten Rückrundenspieltag gegen den aktuell Erstplatzierten der GPL, gegen mich, den aktuell Achtplatzierten der GPL, was aber nicht so schlimm ist. Ich denke mir trotzdem, dass es heute ein sehr, sehr spannender Kampf wird, denn Regi ist ein sehr, sehr starker Spieler und ich habe bisher noch nie gegen ihn gewonnen, leider, aber vielleicht kann sich das ja heute ändern. Ich hatte allerdings nur ein bisschen Angst gehabt aufgrund einer Sache im heutigen Kampf, denn der liebe Regi hat zur Rückrunde einen Austausch gepickt und ich dachte mir so, nein, nicht mein Hass-Pokémon. Wir erinnern uns an die erste Season zurück, wo wir von Austausch gespielt worden sind. Das ist jetzt 3 Seasons her. Seitdem gab es kein einziges Austausch in der GPL und jetzt ist es wieder da. Und auch noch ein richtiges Team. Aber ihr könnt schon in den Team-Preview sehen, er hat es nicht mitgenommen. Und deswegen war ich schon hellauf erfreut, dass ich das gesehen habe und dachte mir, okay, dann kann es doch noch ein halbwegs anständiger Kampf werden. Wobei ich auch Regi soweit verstehen würde. Ich denke, es kann natürlich sein, dass das Ausschuss nicht mitgenommen hat, aufgrund dessen, dass ich halt gute Konter dagegen habe. Zweitens, weil er meine Geschichte kennt und vielleicht so nett ist. Und drittens hätte er es wahrscheinlich eh nicht mit Kingstein mitgenommen. Ist aber auch egal. Wir schauen für Hinrunde. Wir haben nämlich da gegen Regi leider ja ein 4:0 erleiden mussten. Innerhalb einer Niederlage, da wir ja leider ein bisschen overpredicted haben. Oder ich halt mit Kyurem gegen sein Slimehawk. Und das hat dann halt eben viele aus meinem Team dann besiegen können. Und das heißt, er konnte dann den Rest eben gut wegarbeiten. Deswegen haben wir dann leider verloren. Der Kampf jetzt zum letzten Spieltag gegen Levius, der Rückrundenkampf, war jetzt ja leider auch eine Niederlage. Also ein 2:0, was sehr, sehr knapp war, aber sehr, sehr spannend. Das heißt, wir müssen jetzt dringend mal wieder aufholen, denn wir sind aktuell noch auf dem 8. Platz, ja, aber die hinter uns sollen uns ja nicht aufholen. Das heißt, wir brauchen jetzt ganz dringend einen Sieg. Mit dem Sieg würden wir allerdings auch nicht weiter aufsteigen aktuell, weil wir haben jetzt 15 Punkte durch 5 Siegen. Und der Rest, der über uns ist, hat mindestens 2 Spiele Abstand, also 2 Siege Abstand, wenn man so möchte. Das heißt, wir müssen schon ein paar Siege reinholen, um dann wieder ein bisschen aufzusteigen. Aber das können wir schaffen. Denn die liegen alle recht nah beieinander, nur eben der Regi nicht. Der ist halt, hat glaube ich doppelt so viele Siege wie ich. Und das soll aber nichts heißen. Wir wollen mal schauen, was wir hier heute anstellen können. Ich habe auch ein Team-Video gemacht zu diesem Kampf. Natürlich ist ja logisch und das seht ihr unten in der Videobeschreibung. Ich habe genau gesagt 3 Pläne hier mir aufgeschrieben, denn ich hatte hier heute was ganz, ganz Besonderes vorgehabt. Ihr seht schon, ich habe Galagladi endlich mal wieder dabei, zum zweiten Mal innerhalb dieser Season. Und es sollte heute eigentlich eine richtig gute Aufgabe übernehmen. Und zwar soll es eigentlich, das war Plan A, von Relax zu die Boost übernehmen, wenn ich ihm mit Fluch boosten lasse, um ihn auf plus 6 zu kriegen. Sodass ich dann mit Psycho Plus, das habe ich drauf, dann die Boost zu übernehmen, um dann sein Team zu sweepen. Das war Plan A, weil er Relax ja eigentlich bisher immer, also fast immer mitgenommen hatte tatsächlich. Vor allem in der Hinrunde natürlich und das auch immer mit dem Fluchset. Aber er hat es im letzten Spieltag mitgenommen und auch heute nicht, leider Gottes. Das heißt, Plan A können wir jetzt schon mal streichen. Plan B ist Kyurem Black. Und das kann auf jeden Fall richtig, richtig gut gegen sein Team arbeiten, denn er hat zur Rückrunde seine Fee abgegeben. Er hat kein Klavion mehr, er hat nur noch einen Stahl-Pokémon in Form von Metagross, was er auch mitgenommen hat. Ansonsten hat er keinen Switch-In tatsächlich und das ist ein kleines Problem für ihn, das möchte ich gerne ausnutzen. Wenn das nicht funktionieren sollte, habe ich immer noch Plan C und das ist Voltolos, weil Voltolos so ausgelegt ist, dass ich mit 4 Angriffsattacken allen irgendwie sehr effektiven Schaden machen kann. Oder zumindest kann ich allen irgendwie so gut Schaden machen, dass es wehtut und mindestens ein Turret reicht. Und somit auch viel Schadendruck. Das ist so eigentlich der Plan. Wir schauen mal genau, was wir alles so dabei haben. Ich habe dabei Black Kyurem, Mega Sherox, Galagladi, Miltank, Voltolos I und Cobarium. Er nimmt mit Dimeteros I, Megaglurak Y, Metagross, Z-Alola Raichu, sein Buzzwole, das ist sein Mosquito und sein Bisaflor. Auf jeden Fall ein sehr starkes Team seinerseits. Und wir waren von Anfang an klar, dass ich Kyurem Black direkt an den Lead setzen wollte. Hat einen guten Grund. Erstens, wenn man Kyurem in Lead setzt, ist es eigentlich immer gescarft. Das ist eigentlich so eine Grundsatzregel, weswegen ich mir dachte, okay, er wird niemals damit rechnen, dass ich hier eigentlich ein Bandit-Set spiele. Denn Wutanfall, Bandit haut hier jedes Pokémon vom Hocker. Ich kann alles mindestens tooten. Sein Mosquito und sein Metagross werden auch getootet tatsächlich. Außer sei denn, Metagross ist komplett physisch defensiv, dann vielleicht nicht, dann kommt es auf den Roll an. Aber sonst hat der Rest riesen Probleme gegen Wutanfall von Black Kyurem. Deswegen setze ich das mal in Lead, weil ich mir schon dachte, er hat ein grundsätzlich eher langsameres Team. Sein schnellstes Monster hat er heute sogar noch mitgenommen. Aber wenn ich mir so angucke, sein Z-Alola Raichu macht mir kaum Schaden. Tatsächlich auch mit einem Z-Move nicht allzu viel. Das ist vollkommen in Ordnung. Sein Glurak würde niemals in Lead setzen. Deswegen dachte ich mir schon, er wird wahrscheinlich seinen Demeteros in Lead setzen. Den Rest wiederum, der wäre zu langsam. Und Kyurem Black könnte sofort auf Wutanfall drücken und dann schon was rausnehmen. Definitiv. Aber Demeteros ist kein schlechter Lead gegen mich. Grundsätzlich, aber ich dachte mir auch schon, dass es umso wahrscheinlicher wird, dass er den einsetzt, denn dann kann ich das wiederum gut für mich ausnutzen. Hat den Grund, dass, wie gesagt, ich ja eigentlich mit dem Scarf spielen muss, wenn man das schon in Lead setzt. Das heißt, ich kann direkt in der ersten Runde herausfinden, ob Demeteros, also sein Demeteros, gescarft ist oder nicht. Denn wenn er gescarft ist, wird er ganz, ganz sicher auf Kehrtwende gehen. Wenn nicht gescarft ist, wird er ganz hart rauswechseln, weil er einen Eisstrahl befürchten muss. Das kann ich direkt in der ersten Runde rausfinden, das ist schon mal ganz gut. Deswegen wird Kyurem hier auf jeden Fall schon mal einen guten Job zum Lead machen. Dann Mega Sherox ist Mixed
physisch. Das heißt, ich habe ein bisschen physische Offensive, ein bisschen physische Defensive, damit ich einiges aus seinem Team tanken kann. Vor allem Mosquito, weil das Ding kann keinen Feuerschlag lernen. Das ist mein Vorteil, dass ich Mosquito dann tanken kann. Ja, Glali, wie gesagt, war eigentlich dafür gedacht, dass ich ja sweepen möchte. Ich habe ja Psycho Plus drauf, um dann mit Uplight TP eben viel Schaden zu machen. Bei dem Rest habe ja Life Orb drauf. Das heißt, ein Schattenstoß macht auch schon Schaden. Also da relaxst du nicht da, es wird Galadriel dann irgendwie anders fungieren, aber er wird das schon irgendwie hinkriegen, weil Schattenstoß macht schön viel Schaden auf Raich und Metagross. Und Ice habe ich auch noch drauf, extra für Demetros und Visafloor. Das heißt, da alle damit in seinem Team dabei sind, wird Galadriel also doch noch was machen können, mit Sicherheit. Dann habe ich Miltank dabei. Das Pokémon soll speziell für Glurak gedacht sein, dass ich Speckschicht spiele, komplett speziell defensiv, um sein Glurak eben zu tanken. Um eben schon erstmal was auszuhalten, dann vielleicht die Donnerwelle wahlweise zu drücken oder den Tarnstein, je nachdem, wie wir gerade in welcher Situation sind. Und vielleicht dann mit ein bisschen Body Slam noch ein bisschen Schaden zu machen. Dann Voltolos, sehr, sehr speziell offensiv heute mit der Kiroya wäre. War eigentlich gegen Ausschuss gedacht, wenn Voltolos selber einen killen würde gegen ihn und er kann dann Ausschuss safe rein switchen, würde ich einen Eisplitter auf jeden Fall safe überleben und kann den eben Donnerblitz drücken. Wenn dann die Tarnsteine liegen, ist das Ausschuss auch schon durch die Tarnsteine dann auch auf jeden Fall besiegt. Deswegen ist das der Plan. Und mal gucken, Voltolos ist so ausgelegt, dass es eben alles, wie gesagt, sehr effektiv irgendwie treffen kann. Und da habe ich noch Cobalion dabei, was wiederum fast komplett der Fusion Defensive ausgelegt ist, sonst noch ein bisschen Initiatives Investment hat. Ansonsten kann das Ding mit Voltwex natürlich auch schön viel Arbeit machen und mit Nahkampf auch viel Schaden drücken und soll eben, wie gesagt, supporten. Hat auch die Tarnsteine dabei, falls Mittag nicht rausbekommt, weil die Tarnsteine sind gegen sein Team echt wichtig. Ob das funktioniert hat, würde ich mal sagen, sollten wir mal direkt mal nachschauen, denn wir starten mit Spieler Nummer 13 gegen Regibank und sein Team Flexi Mosquito. Viel Spaß! Und wie gesagt, wir starten mit Kyurem Black mit dem gebandeten Set und er hat wiederum Demetros da und das ist eben meine Chance zu sehen, was er für ein Set hat. Spielt der Scarf oder nicht? Mit Scarf wieder Kehrtwende drücken, das überlebe ich auf jeden Fall und dann hat er trotzdem ein Problem, weil ich das so oder so gewinne. Weil ich brauche nur Wutanfall drücken und dann hat er ein Riesenproblem halt. Und genauso wird es jetzt auch passieren. Er ist ja so oder so schneller, das heißt, er wird definitiv nicht auf eine Gesteinsattacke gehen, das war mir klar. Und wir sehen, er geht direkt zurück. Was bedeutet, er ist kein Scarf? Als Scarfer wäre er auf jeden Fall schneller gewesen, auch wenn ich gescarft wäre. Dann hätte er nämlich Kaltwende gedrückt. Und er geht direkt in sein Mosquito, was hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wutanfall one-hitted tatsächlich nicht. Kommt noch an, wie viel KP-Investment er hat. Und es, wie gesagt, reicht nicht aus. Ist aber nicht so schlimm. Denn er ist kein Scarfer. Und ich outspeed ihn somit und kann damit sein Mosquito bereits in der zweiten Runde rausnehmen. Was unglaublich gut war. Der Mosquito war eben seine gute Wahl gegen Miltank, um das Ding gut rauszuholen. Das ist sehr, sehr gut. Leider, wie ihr sehen könnt, habe ich den 3-Runden-Wutanfall bekommen. Und immer wenn ich den kriege, brauche ich ihn nicht. Weil 2-Runden-Wutanfall wäre viel, viel sinnvoller gewesen, weil dann hätte ich jetzt rauswechseln können, die Metagross, was hier reinkommt, weil es ein einziger richtiger Switchen ist. Weil ein Wutanfall überlebt er auf jeden Fall, den zweiten hätte er nicht mehr getankt. Problem ist halt, ich bin verwirrt und jetzt kommt ein Sternhieb. Und er ist vollkommen physisch offensiv. Das ist jetzt ein Roll meines Wissens und leider zu seinem Glück kriegt er den Volltreffer. Hätte sein können, dass ich ihn überlebe. Aber ansonsten hätte ich wahrscheinlich drinbleiben müssen, noch einen Wutanfall zu drücken. Ich weiß aber nicht, ob ich das dann wirklich gemacht hätte. Jedenfalls hat Kino das nicht überlebt, das heißt Plan B ist auch nicht aufgegangen. Jetzt habe ich nur noch Plan C und das ist Voltolos. Das Ding kann nämlich Finsteraura und ist auch schneller. Patroni von Metagross wird kaum Schaden machen, deswegen kann ich hier sicher auf den Finsteraura gehen. Und er geht interessanterweise auf sein Demeteros. Ich habe ihm etwas angerechnet, wie zum Beispiel sein Visafloor. Aber na gut, Demeteros gibt viel Schaden. Jetzt würde eine Kraft des Eis normalerweise reichen. Aber er hat die Yachiberry, die Kiroya wäre, der habe ich auch schon gerechnet. Das heißt, ich könnte mit einer Roll das Ding rausnehmen tatsächlich. Aber ich kriege die Min-Roll, deswegen reicht es nicht aus. Und er wird jetzt eine Gesteinsattacke drücken. Aber Steinkante geht daneben. Und das war echt böse. Weil Steinkante hätte ausreichen können. Ich habe 72 HP AVs. Was bedeutet, ich hätte das wiederum zu einer guten Wahrscheinlichkeit überleben können. Jetzt kommt noch sogar der Meta-Crit natürlich. Weil er hätte eine Chance von 43% gehabt, mich zu one-hitten damit. Aber es ist ja nicht dazu gekommen. Es hat leider gemisst, sehr, sehr schade, aber was soll's. Jedenfalls kommt jetzt sein Glurak rein, nachdem er ja sein Pokémon geopfert hat. Und ich wollte hier nicht drin bleiben, weil ein Donnerblitz reicht auch nur mit einer Roll aus. Und ich bin ja eigentlich schneller. Aber es muss nicht unbedingt sicherer ausreichen. Deswegen wollte ich Voltolos noch dringend behalten. Und jetzt muss ich Miltank rein switchen. Wie gesagt, mein Konter gegen Glurak. Er kann sich jetzt mega natürlich auf den Feuersturm drücken. Das werde ich durch die Speckschicht wunderbar wegstecken auf jeden Fall. Auch wenn er jetzt die Dürre rausholt. Ich habe sogar die Rospelbeere drauf, extra falls ein Fokusstoß kommen sollte. Das heißt, ich bin perfekt darauf vorbereitet. Er kann mich nicht two-hitten. Feuersturm kommt, Feuersturm trifft, wird auf jeden Fall nicht two-hitten, aber er burnt. Und das ist sehr, sehr böse, weil ich halte eigentlich vor, auf jetzt auf Body Slam zu gehen, damit ich ihm schon mal viel Schaden machen kann. Weil dann würde ein Donnerblitz ganz, ganz sicher reichen. Und ich bin ja schnell mit Thunderous. Das war eigentlich der Plan. Aber so eben nicht mehr. Das heißt, Rospelbeere muss ich jetzt aktivieren, weil jetzt der Fokusstoß kommt. Der wiederum auch trifft. Hat er ja natürlich wieder Glück gehabt, aber was soll's. Ich überlebe es auf jeden Fall ganz safe. Und dann habe ich jetzt dazu entschieden, die Tarnsteine rauszuholen, weil die jetzt noch ganz sinnvoll sind, weil er muss auf jeden Fall gleich rausgehen. Dachte ich mir, weil ich nämlich gleich einen Plan habe, den werdet ihr gleich sehen. Jedenfalls kriege ich nochmal Burn-Schaden, leider Gottes, das heißt, ich werde die nächste Runde nicht mehr überleben, wenn er denn trifft mit seiner Attacke, die er jetzt einsetzt, und er wird treffen, denn es ist der Solarstrahl.
Das heißt, er hat mir schon mal drei Moves gezeigt und das war auf jeden Fall der richtige Play, weil Feuersturm oder Fokusstoß hätten beide missen können, theoretisch. Und dann hätte ich nochmal nicht heilen können. Ich habe aber in diesem Fall die Donnerwelle gedrückt, tatsächlich. Um es langsamer zu machen, was gut gewesen wäre. Mittag ist jetzt tot, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Es hat seinen Job erledigt. Denn jetzt kann ich Sanku reinholen. Und hier habe ich hier damit den Scarf gepressured. Und das heißt, er musste jetzt rausgehen, weil er mit der Steinkanne retten musste. Ich habe aber die Koakubeere drauf. Das heißt, ich hätte so auf jeden Fall eine Attacke von ihm getankt. Und ich wusste, dass er jetzt rausgehen muss, weil anders ging es gar nicht. Auch wenn die Tarnsteine liegen. Deswegen konnte ich jetzt hier locker auf Voltwechsel gehen. Hätte so genug Schaden gemacht gegen Druck, um viel Schaden zu machen. Kann jetzt über Safe rausgehen und kann jetzt wieder mein Safe-Switch in meinen Wurtelos finden. Und jetzt hat er keine Wahl, er muss jetzt was offen auf jeden Fall. Selbst wenn es Durak ist, weil das jetzt Tarnsteinschaden bekommen würde. Und mein Wurtelos ist schneller als sein gesamtes Team, denn er hat keinen Scarfer mehr. Ganz, ganz sicher, Demetros ist tot, was kein Scarf gewesen ist. Mosquito war wahrscheinlich sein Scarfer, das weiß ich allerdings gar nicht genau. Weil der Rest, da macht es keinen Sinn, Scarf zu sein. Metagross ist jetzt immer tot. Und jetzt hat er so langsam keine guten Möglichkeiten mehr. Er hat jetzt auch Alola Raichu, das hat mir gesagt, okay, er wird wahrscheinlich speziell offensiv sein mit dem Psyum Z und dann einen Psycho-Attacker einsetzen, denn das ist der einzige Weg, wie er mein Vortolos one-hitten kann, dieser Range. Deswegen war ich mir schon sicher, ich muss jetzt Tatsumi reinholen und diese Attacke zu tanken, weil ich habe KP-Investment und kann diesen Psyum Z auf jeden Fall soweit überleben, je nachdem, was er für einen Psycho-Attacker einsetzt. Vielleicht Psychokinese, vielleicht Psychoschock, kann er beides machen. Auf jeden Fall setzt er jetzt seine Z-Attacke ein, das ist sein Psychoschmetterschlag, wie schon predicted, aber das würde ich auf jeden Fall beleben können, das war mir ganz klar. Und das Schöne ist, auf der Range, ich habe hier den Schattenstoß drauf und er hat ja Tarnsteinschaden bekommen. Und nur durch den Tarnsteinschaden kann jetzt der Schattenstoß sicher ausreichen. So war der Plan, das hat auch jetzt auch funktioniert. Denn ich überlebe das ganz gut und kann jetzt mit Schattenstoß dann das Ding finishen, weil ich habe Life-Up drauf. Damit wird das ganz, ganz garantiert eine One-Hit sein. Und damit ist Ralf schon tot. Hätte sonst natürlich auch gegen Metagross natürlich funktioniert, aber sonst hat er jetzt Probleme. Denn er hat jetzt nur noch seinen Glurak und seinen Venusaur. Und Glurak kommt jetzt natürlich auch sicher rein, das war ganz klar. Weil ich kann mich jetzt ganz sicher eigentlich mit dem Solarstrahl rausnehmen, auch mit anderen Attacken natürlich. Aber ich wollte gerade gleich noch aufbewahren, weil ich habe den Ice Leap drauf, extra für seinen Visaflor. Und ich bin ja grundsätzlich schneller. Das heißt, ich kann auf jeden Fall ihn dann one-hitten, dann ab der Range. Und das ist auf jeden Fall wichtig, deswegen muss gerade jetzt nochmal raus. Solarstrahl war jetzt nämlich meine Prediction tatsächlich. Und deswegen gehe ich in Sherox rein, auch wenn es gefährlich ist, Sherox in einen Glurak reinzuwechseln in der Dürre, ich weiß. Aber er konnte nicht auf Feuersturm gehen, weil er nicht riskieren konnte, dass es daneben geht. Deswegen kommt Solarstrahl, das war zu erwarten. Und ich als Käferstahl-Pokémon kann das locker wegstecken. Klar, Sherox wird auf jeden Fall jetzt geopfert, das ist ganz klar. Aber ich kann nichts mehr mit Sherox anfangen, weil er hat mit Sicherheit auf Bisaflor seine HP Fire. Da war ich mir ziemlich sicher. Und gerade in der Sonne wird das definitiv ausreichen, jetzt also so. Deswegen gehe ich jetzt nochmal in die Mega-Entwicklung, kann jetzt nochmal ein paar Drohnen rauszimmern, was er schnell die Prio hat. Damit kann ich noch ein bisschen mehr Schaden machen. Was jetzt nicht mehr relevant ist, weil ein Donnerblitz von von Thunderous, würde so oder so ausreichen. Jetzt kommt der Feuersturm und der, ich habe nachgerechnet, reicht fünfmal aus, um mich zu killen. Wegen Sonne, Glurak, Feuersturm, viel effektiv gegen Sherox, also keine Chance, aber ist er nicht so wild. Ich habe jetzt Akami wiederum und das Ding kann das Ding jetzt ganz, ganz safe rausbringen, denn Donnerblitz wird jetzt auf jeden Fall reichen. Dann hat er jetzt nur noch seinen Visaflor. Sache ist, die Sonne ist jetzt auch draußen, seit ein paar Runden, wo man merkt, jetzt glaube ich seit drei Runden insgesamt, was gar nicht mal so unwichtig ist, denn er hat ja Chlorophyll. Das habe ich in der Hinsicht tatsächlich ausgeblendet, dass er das haben kann und deswegen wird er schneller sein. Er wird mich mal nicht one-hitten, das war mir ganz, ganz klar und er kriegt jetzt noch Tarnsteinschaden. Ein Psychokinese kann jetzt theoretisch reichen, wenn ich critte, aber ansonsten wird es wahrscheinlich der Fall sein. Er ist schnell durch Chlorophyll und setzt Wachstum ein, das heißt, er ist plus 2 Initiative in der Sonne, plus 2 Angriff und plus 2 Spezialangriff. Gefährlich. Weil er ausgibt mein gesamtes Team, weil ich keinen Scarfer dabei habe. Und jetzt kommt die Psychokinese und die reicht, weil ich tatsächlich critte. Das ist der Grund, warum ich jetzt diesen Kampf tatsächlich dann 3-0 gewonnen habe. GG an Regibang, aber dieser Crit am Ende war tatsächlich nicht mehr meddernd. Aus folgendem Grund, denn ich hatte ja jetzt noch Galaglady gehabt und ich hatte Cobalium. Und wie gesagt, 3 Runden lief die Sonne ja schon. Das heißt, ich hätte Voltolos geopfert, Runde 4, und dann wäre Cobalion noch durch deine Kraft des Feuer gestorben, Runde 5, dann wäre die Sonne zu Ende gewesen. Galaglady wäre schneller gewesen und ich hätte damit Ice Seed seinen Visa-Folge gefinisht und dann wäre es ein 1-0 für mich gewesen. Das heißt, das hat nicht mehr gemattert. Dementsprechend, GG an Regi, das war ein sehr, sehr spannender Kampf und ich habe zum ersten Mal gegen Regi innerhalb der GPL gewonnen. Hat mich sehr gefreut und das war ein sehr, sehr wichtiger Sieg natürlich. Gerade für Regi ist es natürlich sehr ärgerlich, weil er Erster ist und vielleicht jetzt seinen ersten Platz verlieren kann, theoretisch an Full Life Games, je nachdem, wie er gespielt hatte. Aber wir können uns auf jeden Fall unseren 8. Platz weiterhin sichern. Wir werden auch ganz, ganz sicher auf dem 8. Platz bleiben nach diesem Spieltag, weil der obere Spieltag, der liebe Captain Grinch, genau, das ist der Teilnehmer über uns gerade, 2 Siege Vorsprung hat. Das heißt, wir können auf jeden Fall nicht an ihm vorbeiziehen. Und auch Sursky kann uns nicht überholen, weil er, auch wenn er gewinnt, dann trotzdem 3 Punkte unter uns liegt. Deswegen kein Problem. Ja, war auf jeden Fall ein cooler Kampf. Plan C ist in diesem Fall jetzt aufgegangen. Voltolos konnte jetzt sehr, sehr viel Schaden machen am Ende. So war es auch dann zumindest als letzter Plan gedacht, weil Kyurem Black hat immer einen wichtigen Schaden gemacht. Mosquito ist ja auch flöten gegangen. Das war schon mal gar nicht mal unwichtig, weil das Ding war gefährlich.
Und deswegen hat QM auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Job gemacht, definitiv. Also hier war jedes einzelne Mon irgendwie wichtig und ich habe aus meiner Sicht sehr gut den Scarf immer wieder gebaitet. Das heißt, sowohl auf QM Black als auch auf meinen Kobalion hatte immer den Scarfer gesehen. Zumindest hat Regi das soweit gedacht und das war eben auch der Plan. Und hat auch funktioniert, das hat mich sehr, sehr gefreut. Ansonsten, was die Hex betrifft, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt ganz viele Dislikes wiederum auf meinem Video zu sehen sein werden. Kann gut sein, aber Leute, ich kann schon mal sagen, klar, wenn man Steinkante spielt, dann kann sie missen, damit muss man rechnen, klar. Von Demeteros gegen Voltulus, aber wie gesagt, das wäre eine Roll gewesen, die hätte ich wahrscheinlich auch überlebt. Und mein Voltulus ist ja am Ende so mit vollen KP noch da geblieben, tatsächlich. Oder zumindest hätte es nochmal genug Schaden gemacht. Das heißt, ist auch dieser Miss war nicht mehr dann tatsächlich. Man muss natürlich auch mit bedenken, dass ich natürlich auch nichts abbekommen habe mit dem Burn auf Miltank, was nicht unwichtig war. Da hätte ich nämlich direkt auch auf Bodyslam gehen können, um auch die Paralyse zu setzen, weil dann weiß man nicht genau, er hat wahrscheinlich KP-Investment gehabt, dann hätte wahrscheinlich den Donnerblitz nicht unbedingt gereicht. Das weiß ich noch nicht so genau. Aber es ist im Endeffekt nicht allzu schlimm tatsächlich. Jedenfalls hat es sich irgendwo ausgeglichen und ich hätte wahrscheinlich dann so den Sieg einfahren können. Ist aber auch egal, Leute. Wir haben gewinnen können. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich soweit. Schaut auf jeden Fall auch bei lieben Regibank vorbei. Er hat das Kampf sogar aus meiner Sicht live aufgenommen, soweit ich das weiß. Auf jeden Fall mal reinschauen. Und natürlich auch in sein Team-Video, was er sich so bei den heutigen Plays gedacht hat. Mal schauen. Ansonsten, schaut auf jeden Fall bei den anderen Spielkämpfen heute vorbei. Wir wollen mal schauen, wie die anderen so gespielt haben. Denn im nächsten Spieltag, in Spieltag Nummer 14, geht es erneut gegen Pokobarazzi und sein Team Schnittlauchs. Er hat ein sehr, sehr starkes Team. Wir haben damals gegen ihn gewinnen können. Mal schauen, ob wir es dann auch in diesem Spieltag gegen ihn schaffen werden. Wünsche mir viel Glück und schaut nochmal, wie gesagt, bei den anderen Spieltagen vorbei. Ich verabschiede mich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.